Hiobsbotschaft zu Wochenbeginn bei den Dragons. Saison aus für John Meschner wegen einer komplexen Knieverletzung. Das Motto darum klar, zu Hause zum vierten Mal in Folge siegen für den verhinderten Forward. Die Gastgeber von Beginn an motiviert, gleich der Korbqualitätstest von Cooper. Itzehoe in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner, aber machtlos gegen Frazier, Harry Potter-like reingezaubert, der Freiwurf danach drin. Durch den Meschner-Ausfall mehr Verantwortung für Rockmann. 18:21. Zweites Viertel wieder Rockmann, gut kalibriert. Die kleine Drachenrotation in der ersten Halbzeit mit Problemen in der Defense. Hier aber Rebound von Cooper und das Express-Ticket für Graves. Auf dem Parkett weiterhin ein offener Schlagabtausch. Rockmann dabei bärenstark, 11 Punkte vor dem Seitenwechsel. Weiterer Garant für eine knappe Halbzeitführung, Playmaker Reed. Penetration 43:41. Nach dem Seitenwechsel Quakenbrück dominierend. Zunächst Philipp Lieser als Punkte-Eichhörnchen und dann als Vorbereiter für den Dreier von Graves. Der Effektivitätswert des Amerikaners von 23, das Zünglein an der Waage. Das deutsche Team mit den meisten Distanzversuchen der Liga. Wer hat, der kann Reed. Weiteres Futter für den Korb von Center Cooper. 68:54, komfortable Drachenführung nach drei Vierteln. Der Schlussakt. One Power Forward Show von Graves. Insgesamt 22 Zähler, Topscorer. Basis der Dominanz, hartnäckige Defense und schmackhafte Plays, Kapitän Fumay. Die Eagles zu schwach im Abschluss, ganz anders, Graves. Dann Pass von Lisa aus der Dusche, die Kür durch Frazier. Das Match längst entschieden. Layup von Cooper, 75% Trefferquote. Am Ende ein deutlicher 83:69 Erfolg. Die Dragons damit nach über einem Jahr wieder Spitzenreiter und nun seit 4 Ligaspielen ungeschlagen. Die Gäste dagegen mit indiskutabler Dreierquote.